In diesem Video zeige ich Ihnen einige Aspekte zur rhythmischen Gebärde des Au, seine Beziehung zum Raum, seine Zuordnung zur Sonne, sein Zustandekommen aus den Lauten Au und das Bewusstsein, das in dieser Gebärde wirkt. Anders als bei der Ei-Gebärde und der Mondgebärde achten wir beim Au, dem Sonne-Prinzip, auf das Verhältnis von Zentrum und Umkreis. Wir achten darauf, wie beim Hinausgehen der Arme das Zentrum schwächer wird und der Umkreis bewusster. Und wie beim Hereinkommen der Umkreis aus dem Bewusstsein verschwindet und das Gefühl fürs Zentrum sich verstärkt. Jetzt bilden die Hände einen gemeinsamen Mittelpunkt, ein Zentrum im Herzen. Wenn wir diese Bewegung nicht so sehr im Raum dazwischen aktiv, sondern wenn ich hier anfange, dann bin ich oder gehe ich mit dem Bewusstsein in diesen Umkreis, bin da und ziehe dann langsam oder dann gehen die Hände dahin, aber ich bin dort und je mehr die Hände hinkommen, umso stärker wird das Erlebnis, bis ich es erfülle. Und nachher bin ich im Herzen und die Hände kommen herein und dieses Gefühl verstärkt sich immer mehr. Es ist ein Spiel zwischen diesem Raum und diesem Raum. Und nun versuchen Sie, beides gleichzeitig zu spüren. Sie sind im Herzen und gehen dann zum Umkreis und spüren, wie der sich verstärkt. Aber umgekehrt merken Sie auch, oh, es gibt ja auch einen Strom nach innen, mein Herzbewusstsein verstärkt sich auch. Und dann lassen Sie draußen los, gehen zum Herz, kommen hier langsam an, das intensiviert sich, aber gleichzeitig leuchtet, wenn Sie hier in der Mitte ankommen, draußen der Umkreis wieder auf. Und wenn Sie wieder hinausgehen, Sie verlassen Ihr Herz, Sie kommen im Umkreis an, er verstärkt sich, wird real und die Stimme des Herzens in der Mitte ist plötzlich wieder genauso wahrnehmbar. Und trotzdem macht es einen Unterschied, ob ich ins Herz gegangen bin und dann ist der Umkreis kraftvoll oder ob ich in den Umkreis gegangen bin, kraftvoll da drinnen stehe und auch das Herz sich kraftvoll meldet wieder. Beim Ei haben ausgehend vom A die hellen Laute A, E, I, den Diphthong Ei gebildet. Beim Au bilden ausgehend vom A die dunklen Laute O, U, den Diphthong Au. Es ist ein Prozess. Und gerade beim kleinen Au kann man das sehr schön sehen, dass dieses Öffnen, das A enthalten ist, das Zusammenführen, das Rundwerden des O und das parallele Hereinströmen mit seiner Verwandtschaft zum U. A, O, U. Au.
Beim kleinen Auf führen wir die Hände aus dem mittleren Umkreis in eine Bewegung der beiden Hände zum Herzen hin. Ein Strom ins eigene Zentrum, ein leises Verdichten, ein Verinnerlichen ins Herz hinein. Gleichzeitig mit dem Gegenstrom wird das Bewusstsein immer weiter hinaus in den umfassenden Umkreis hinein. Zentrum und Umkreis werden gleich stark. Ich bin bei mir. Ich bin auch dort. Ich bin eins.